Але все ж таки не всі в залі ще знають його біографію, тому я попросив Івана Петровича розповісти нам коротко, особливо для наших нових учасників, школярів з Лібенау, свою історію життя. Шановні друзі, в кожного свого чоловіка мається на увазі і своє життя, своя дорога. Моя почалася дорога із дитинства. Я родився в селі. У сім'ї колгоспника на Сумщині, Шостинського району, село є таке Клишки. Liebe Freunde, Sie wissen ja, jeder Mensch hat eigenen Lebensweg und so mein Lebensweg begann sich im Gebiet Sumy, Kreis Szostka, das Dorf Klischki. Ich bin in einer Bauernfamilie aufgewachsen. Ну как, Jakob, на російський, мабуть, да? Можно. Ну как и все дети начинали свою жизнь так со школы. Так и я. Учился в школе. Закончил 7 классов. 10 класса в нас селе не было. Был в соседнем селе. Он по населению был больше. И там был 10 класс. So wie alle Kinder habe ich auch unsere Dorfschule besucht und habe dort 8 Klassen abgeschlossen und die weiteren älteren Klassen konnte ich nur im Nachbardorf besuchen. Я там провчився один год. Но у меня було тяготіння к рисуванню, к художеству. А рядом, в Кролівецькому районі, було училище, технікум художників прикладного іскусства. Ich habe in diesem Nachbardorf nur ein Jahr gelernt und hatte immer schon eine große Neigung zur Kunst, zur Malerei. Und in unserer Kreisstadt gab es eine Realschule für angewandte Kunst und dorthin bin ich gegangen. Представив роботи свої на конкурс, мене зачислили на перший курс цього технікуму. Ich habe mich dort beworben mit meinen Arbeiten und wurde aufgenommen und konnte dann im ersten Studienjahr mein Studium beginnen. 2 года я проучился, первый и второй курс. Но в июне началась война. Ich habe 2 Jahre diese Künstlerschule besucht und dann begann der Krieg. К воинской службе я был непригоден. Поэтому мобилизации в армию не подлежал. Also ich war zu der Zeit, konnte ich nicht eingezogen werden. Aus irgendwelchen Gründen und deshalb bin ich nicht zur Armee gegangen. Во время войны мне пришлось вернуться в своё село Клишки. И там я находился под оккупацией. Und ich bin dann in mein Heimatdorf zurückgekehrt und habe die erste Zeit der Okkupation dort verbracht. Я був уже в членах молодіжної організації комсомола. Zu dieser Zeit war ich schon Mitglied des Jugendverbandes der Sowjetunion, des Komsomols. По розпорядженню окупаційних комендатур Шостського району я должен був каждую неделю, то есть каждые 6 дней приходить
сельский совет, бывший сельский совет, а потом, значит, волос, как они переименовали, отмечаться. Und es gab einen Befehl der Kommendatur dieses Gebietes und ich musste mich im ehemaligen Dorfrat alle 6 Tage melden, dass ich mich noch in diesem Dorf befinde. Я должен был это выполнять. Но мной интересовались оккупационные власти, особенно Гестапо. Also ich musste mich also dort immer melden und man hat also auch kontrolliert, wer was macht und na, was man vorher gemacht hat und dafür interessierte sich besonders auch die Gestapo. Interess ich был в чем? Завербовать на свою сторону. Die haben natürlich auch das Interesse gehabt, junge Leute auf ihre Seite zu ziehen und also praktisch anzuwerben, um für sie zu arbeiten. Preoccupazione organizovalis s pozvolenia okupacionnoi vojsk organizatsii, takie jak kozachestvo i polizia. Während der Okkupationszeit wurden Polizeiverbände und andere, also Kosakenverbände, gebildet. Но поскольку я по состоянию здоровья, раз я не был призван в армию, я старался все время, значит, доказать им, что я не могу принять оружие против своего народа. Also ich wurde ja aus Krankheitsgründen nicht zur Armee einberufen und konnte nicht am, also an der Front kämpfen. Und aus diesem Grunde habe ich also praktisch immer ihnen bewiesen oder nachweisen, versucht nachzuweisen, dass ich krank bin und dass ich nicht an diesen Polizeikräften oder Truppen da dran, also nicht dran teilnehmen konnte. In Wirklichkeit wollte ich nicht gegen mein Volk kämpfen. Некоторые с моих сверстников пошли в полицию, некоторые в казачество. Und einige von meinen Altersgenossen sind also in die Polizei gegangen und oder in diese Kosakengruppe. Таким образом, я, поскольку я попал под подозрение, согласия не дал. Значит, надзор надо мной был. Also ich stand natürlich unter Kontrolle, weil ich es abgelehnt habe, daran teilzunehmen. В одно прекрасное время... Du solltest vielleicht dazu sagen, dass es dann Polizeikräfte waren, die für die Deutschen Aufgaben übernehmen sollten. Ja, also, ach ja, das heißt, während der Okkupation haben die Nazis also immer versucht, aus der Bevölkerung, die aus dem besetzten Gebiet war, versuchten die also immer Gruppen zu bilden, Polizeitruppen oder hier waren es auch Kosakengruppen, die ihre eigene Bevölkerung also praktisch kontrollierten und auch drangsalierten und auch zum Beispiel auch die haben Polizeiaufgaben übernommen, weil die Deutschen, für die Deutschen haben die also praktisch gearbeitet. Polizei пришла моему отцу и сделала проверку. Und die Polizei kam zu meinem Vater und hat dort eine Kontrolle durchgeführt. Искали какие-то поводы для того, не веду ли я против пропагандистскую работу против оккупационных войск. Und sie suchten auch, also es geschah unter einem Vorwand, sie suchten also jetzt nach Gründen, warum er sich jetzt da diesem entzog, diesem Polizeidienst, und suchten also nach Nachweisen, ob er nicht vielleicht gegen die Nazis arbeitet.
Я был осторожен, я имел в виду, что это случится. Ich war zu dieser Zeit sehr vorsichtig, weil ich das voraussah, dass man mich kontrollieren wird. На второй день снова пришли и меня забрали. Und am nächsten Tag sind sie wiedergekommen und ich wurde mitgenommen. Привели в сельский совет. Или волость, как называлось тогда. Ich wurde zum Dorfrat gebracht. Еще раз поставили ультиматум. Я отказался, меня закрыли. Рядом стоящийся сарай. Und man hat also mich nochmal vor die Wahl gestellt, entweder für sie zu arbeiten oder ich werde eingesperrt und ich habe abgelehnt und ich wurde praktisch dann eingesperrt. Я не знал, к чему это готовится и так далее. Ich habe nicht gewusst, was sie mit mir machen werden. Но поскольку я учился с сыном главы сельского совета, вот, он знал меня, я его знал. Вот так первое, что значит он предложил, закрыть и поддержать. Но дело в том, что и шла мобилизация угона в Германии. Also einer von diesen Polizeikräften, der hat mit mir, der kannte mich und der hat also den Befehl gegeben, mich einzusperren. Gleichzeitig begann eine Kampagne zur Anwerbung für Arbeitskräfte nach Deutschland. Он решил отправить меня в Германию. И на второй день и шла колонна соседнего села. Они туда меня поместили, в ту колонну. А колонна охранялась немцами и сопровождалась до района центра. Таким образом я пошел уже с ними. Und die Polizeikräfte haben dann beschlossen, mich loszuwerden, weil ich ja sehr unangenehm für sie war. Und zu dieser Zeit erreichte eine Kolonne aus dem Nachbardorf mit jungen Menschen, die unter deutscher Bewachung in die Kreisstadt gegangen sind, um nach Deutschland zu gehen, um zu arbeiten. Und man hat mich dann zu dieser Kolonne zugeteilt und ich bin dann mit diesen jungen Menschen in die Kreisstadt gekommen. Und so bin ich zur Zwangsarbeit nach Deutschland gekommen. Этим путем он избавился от того, что не вызвали карательного отряда из Шостки в село для показательного процесса. So haben sie mich losgeworden und haben also auch noch einen Punkt erfüllt, indem sie eine Arbeitskraft für Deutschland gefunden hatten. Колонна шла с трех сел по пути у центр. In der Kolonne waren Jugendliche aus drei Dörfern. Немцы знали о том, что Шостинский район и в городе Шостки есть такая пороховая фабрика. Die Deutschen wussten also Bescheid, dass in der Kreisstadt Шостка dass es dort auch eine Pulverfabrik gab. И поэтому Шостинского района со всех сел и города мобилизовали молодежь, некоторых и пожилых людей, и вывезли в Германию. Und deshalb wurden aus diesem Gebiet Шостка aus vielen Dörfern Arbeitskräfte nach Deutschland gebracht. Also junge Leute hat man mobilisiert und auch ältere Menschen, die Arbeitserfahrung hatten.
посадили нас не в Шостке, а в другом городе и области, Чернигов, Черниговская область, город Новгород-Северск. Почему-то нас привели туда и там погрузили в вагоны. Wir sind aber nicht in Schoska in den Zug gestiegen, sondern in einer anderen Stadt. Dorthin mussten wir laufen und dort hat man uns dann in einen Güterzug gesetzt. Когда рядом Шостка есть такая станция, Терещенская, известная станция, разъездная, это ближе гораздо, нежели Новгород-Северск. Wir wurden also zu einem großen Eisenbahnknotenpunkt Терещенская gebracht und von dort aus transportierte man uns weiter. И повезли северной дорогой. Und wir sind dann in nördlicher Richtung gefahren. Вагоны были закрыты. Unsere Waggons waren geschlossen. На остановках охрана все время сопровождала. На остановках не открывали. Wenn wir Zug anhielt, wurden nicht immer die Waggons geöffnet. Большинство почему-то двигались позднее время. Wir sind vor allem nachts gefahren. По дороге, особенно в Белоруссии, там был партизанский отряд. Als wir durch Weißrussland fuhren, gab es ja dort schon Partisanenverbände. Но ни один из них не посмел это остановить. Aber поезд. Sie haben leider diesen Zug nicht angehalten. Поскольку охрана не особенно, то особенно не вооружена одними только винтовками. Obwohl unsere Bewachung gar nicht so gut bewaffnet war. Jeder hatte nur ein Gewehr. Вызывало у меня сомнения. Und das hat bei mir Zweifel hervorgerufen. Наша пропаганда была одна. Aber выполнялось совсем другое. Die Propaganda hat etwas ganz anderes erzählt. In Wirklichkeit war es viel anders. Ехали мы долго. Wir sind lange gefahren. Через Польшу. Durch Polen. До Берлина. Bis Berlin. Немецкие сопровождающие смеялись над нами. Вот приедем в Берлин, там для вас приготовили прекрасный обед. Die deutschen Bewacher haben über uns gelacht und haben gesagt, ja, wenn wir jetzt nach Berlin kommen, dann bekommt ihr ein gutes Mittagessen. Ну, мало сведущих верили, я, конечно, не верил, я знал это все. Viele haben daran geglaubt, ich selbst hatte meine Zweifel daran. В Берлине, да, действительно, обед хороший приготовили. Aber in Berlin gab es wirklich ein gutes Mittagessen. Вот, по три картошки отваренных. Haben wir drei gekochte Kartoffeln. Мундира. Pellkartoffeln. Вот. Das war das gute Mittagessen. Ja, ja. И все, и весь обед. Und alles. Das war das ganze Mittagessen. И двинулись дальше. Und wir bewegten uns weiter. Разгрузки не было, ни с одного вагона. Und wir hatten aber keine Verbindung untereinander. Поезд только остановился для разгрузки в городе Бенефельд. Der Zug hat nur in Bielefeld angehalten, damit wir aussteigen. Там мы выгрузились. Поместили нас всех в лагерь. Wir wurden alle in ein Lager Wir wurden alle in ein Barackenlager geführt. Оказывается, там была и есть, наверное, большая фабрика. In Bielefeld gab es eine große Fabrik
Und das Lager gehörte wahrscheinlich zu dieser Fabrik. Я проработал там две недели. Ich habe in dieser Fabrik zwei Wochen gearbeitet. Мне немножко повезло. Ich habe ein bisschen Glück gehabt. Я работал на разрезке целлюлозы, которая шла на переработку подпоров. Dort gearbeitet, wo die Zellulose zerschnitten wurde, die dann weiter für das Pulver verarbeitet wurde. Нас там немножко подготовили и через две недели отобрали. Uns hat man dort vorbereitet, also angelernt, und nach zwei Wochen konnten wir schon etwas. 30 человек. Und nach zwei Wochen wurden 30 junge Leute. 30 или 50, я помню. 30 или 50. Also 30 oder 50, genau, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Погрузили в вагон и привезли нас на станцию Штейберг. Und wir wurden, mussten wieder in Waggons einsteigen und wurden nach Steierberg gebracht. Я запомнил эту станцию. Ich kann mich an diese Station bis heute erinnern. Выгрузили. Wir mussten aussteigen. И колонны под охраной привели нас тоже в такой же лагерь, обнесён колючей проволокой. Und wir mussten wieder in so ein Lager gehen, das mit Stacheldraht umzäunt war. Wir sind zu Fuß zu diesem Lager gegangen. Ну, питание я не буду повторяться, но я что передо мной выступала, она, оказывается, тоже Штейберга. Вот. Ich möchte über die Ernährung nicht viel sagen, weil Galina schon viel darüber erzählt. На второй день рано утром. Und am zweiten Tag, am frühen Morgen, прибывшая наша колонна с лагеря двинулась в сторону фабрики. Marschierte eine Kolonne von unserem Lager zu dem Fabrikgelände. Прошли проходную. Wir sind durch das Eingangstor gezogen. Конвоир, полицай, так, сдал нас. Сдал администратору, который там работает на заводе. Unser Bewacher übergab uns einem anderen Diensthabenden, der dort auf dem Fabrikgelände war. Пришли мастера с каждого цеха. Es kamen Meister aus verschiedenen Werkstätten zu uns. Отбирать себе рабочих.
um sich ihre Arbeitskräfte auszusuchen? Я еще три человека, еще два человека забрал, не то немец, не то бельгиец, но он говорил по-немецки, на немецком und языке. Uns nahm, also wir waren zu dritt, zwei und ich, wir wurden von einem Meister mitgenommen. Ich weiß bis heute nicht, ob es ein Deutscher oder ein Belgier war, auf alle Fälle sprach er Deutsch. Привел нас на разгрузку цистерн. Er hat uns zu der Ausladung von Tankwagen gebracht. В этих цистернах была кислота. In jedem dieser Tankwagen, Tankwaggons waren war Säure. Он спросил, учился. Сколько классов кончил? Я ему сказал, сколько. Он написал на цистерне мелом формулу. Er hat uns gefragt, was wir für Schulbildung haben und wie viele Klassen wir beendet haben. Und ich habe es ihm gesagt. Und er hat an die Waggonwand eine chemische Formel geschrieben. Я ему сказал, что это серная кислота. Und ich habe ihm gesagt, dass es Schwefelsäure ist. Другую формулу он написал. Dann hat er noch eine Formel angeschrieben. Ja. Он сказал по-своему, салбите. Und er hat gesagt, Salpeter. Er hat es also in seiner Sprache gesagt. Следующая формула это была двойная. Aber die nächste Formel, Chemieformel, die er angeschrieben hat, die war doppelt so lang. И он назвал мне олиум. Er hat zu mir gesagt, das ist Olium. Двойная крепость. Das hatte natürlich die zweifache Stärke. Вот на этом разрушенном цехе и проводилась моя первая работа. Und die erste Arbeit, die ich in der Pulverfabrik gemacht habe, die war hier an dieser Entladungsstelle. Работали мы в три смены. Wir haben in drei Schichten gearbeitet. Первая, вторая, третья. Also erste, zweite, dritte Schicht. Значит, один украинец и один из другого села, города Шоцинского района, и третий серб. Also wir waren zu dritt, zwei Ukrainer und ein Serbe. И вот мы работали посменно. Wir haben in drei Schichten gearbeitet. Цистерн перекачивали у цистерны большого размера, ниже которой стояли. Ach so, die Säure wurde in also in Säurebehälter gepumpt, die etwas niedriger waren. Also niedriger gelegen waren. Это была сливка кислоты из цистерн. Цистерны подходили со временем мы сливали. Die Säure wurde sozusagen umgegossen und wir haben die ganze Zeit uns mit dieser Arbeit beschäftigt. Потом серби перевели в другой цех. Dann wurde der Serbe umgesetzt. Меня потом тоже, то есть всех нас троих перевели в цех, где идет подготовка кислоты для переработки. Und wir alle drei, also uns, wir anderen beiden wurden dann auch umgesetzt und zwar landeten wir in der Werkhalle, wo die Säure vorbereitet wird für die Neutralisation. Ne? Наша обязанность была со склада перекачивать кислоту в цех для подготовки в работу. Wir hatten die Aufgabe, die Säure umzupumpen, damit diese Säure vom Lager in die Werkhalle gelangt, damit die Zellulose bearbeitet werden kann. Кислота сама по себе в цистернах набирала очень высокую температуру. Wenn die Säure sich in diesen Behältern befand,
hat sie sich erwärmt, ist sehr warm geworden. С этим цехом, где подготовка шла кислоты к работе, был цех, где работали два компрессора, громадных компрессора, который сжатием воздуха изготовлял аммиак. Und in dieser Werkhalle, in der ich gearbeitet habe, wo diese Säure umgefüllt wurde, gab es zwei große Kompressoren, die mit Ammoniak gearbeitet haben. Der Ammoniak wurde dafür benutzt, um die Säure abzukühlen. Also bis zur gewünschten Arbeitstemperatur. Вместо испарения кислоты еще добавилось и аммиак, который очень въедливый в глаза. Das heißt also, wir haben nicht nur mit Säure gearbeitet, sondern auch mit Ammoniak, das sehr gefährlich für die Augen war. Значит, моя задача была следить за перекачкой цистерны. Meine Aufgabe war, das Umfüllen der Säure zu beobachten und aufzupassen, dass da nichts passiert. Измерять, сколько осталось, сколько вышло. Ich sollte immer kontrollieren, wie viel Säure verbraucht wurde, wie viel zurückgeblieben ist. И контролировать, какой температуру. Und die Temperatur musste ich kontrollieren. Die Kontrolle war immer so, ich habe an die Wand des Behälters meine Hand gelegt und gefühlt, ob die Säure nicht zu heiß ist. Die Säurebehälter waren 6 Meter hoch. Und der Durchmesser, an den Durchmesser kann ich mich nicht erinnern, die waren sehr groß. Включался насос и перекачивали по трубам перерабатывающий цех, где изготовляли целлюлозу, древесину, эту бумагу, целлюлозу и превращали ее в пироксилин. Und wenn jetzt die Säure gebraucht wurde, dann wurde ein Pumpensystem angeschaltet und aus dem Behälter wurde dann in die Werkhalle, in der die Zellulose war, die Säure gepumpt. Она загружалась, там мы проезжали, может, заметили, так, пятиэтажный, там 2 этажа в земле, так. Wir sind also an diesem Haus gestern vorbeigefahren. Das war das 5-stöckige Gebäude. Unter dem Gebäude befand sich noch ein Keller von 2 Etagen. Und 3 Etagen, also es waren 5 Etagen, 2 Untergeschosse und 3 oberirdische Etagen. Вкратце я вам скажу, что помещалось в этом цехе. Самый верхний этаж – это резкое дробление целлюлозы. In der oberen Etage wurde die Zellulose zerkleinert. Подается воздухом, теплым воздухом. Dann wurde warme Luft dazu geführt. В центрофуге, und das wurde alles in Zentrifugen gelegt. С бункера, куда все время поступала целлюлоза, загружались у центрофуги, закрывалась крышка и заливалась она кислотой. Das heißt also, in diese Zentrifugen wurde erst die Zellulose gelegt, dann kam die Säure dazu und dann wurde das alles geschlossen, mit einem Deckel verschlossen. Ich war переработка целлюлозы
Penicillin. Und so wurde die Zellulose zu Penicillin verarbeitet. Определенное время центрофуга работает, потом останавливается, крышку открывают, и вся эта масса, уже спаленная кислотой, очень центробежной силой, так прилипает к стенкам. Значит, двойными вилами должны брать в рогатики, так, и кидать в поглощающий отвор для подальшей отправки. Das heißt, also nachdem der Prozess abgeschlossen war, also diese Vereinigung der Säure mit der Zellulose, wurden die Zentrifugen wieder geöffnet und durch diese Schwerkraft klebte ja diese ganze Masse an den Wänden und wir mussten dann mit Gabeln diese Zellulose von den Wänden abkratzen und aus diesen Zentrifugen herausholen. Mit Gabeln oder größeren? Mit Haken, ne? Haken. Mit Haken, also er sagt aber zwei zinkige Haken, ne? Also, Forken. И шел, и потом трубами перебрасывалось оно в третий этаж. Und das wurde dann in die nächste Etage transportiert? Там были машины очень мощные. Da gab es große Maschinen? Они имели форму подковы. И эта масса, которая попадала туда, она и шла наклонно, они были, вот в виде своей тяжести потока, вот, и там перемеливали на судне на муку. Und diese Maschinen waren hufeisenförmig und die Masse wurde in diese Maschinen gebracht und nochmal zermahlen, zerkleinert. Also, es war dann so eine mehlartige Masse geworden. Основной процесс, кто работал там, не задремать. Also, man musste aufpassen, dass man dort nicht einschlief. Это и ночная, и вторая смена, и уставшие люди. Дело в том, что когда масса садит на дно, очень трудно ее потом сдвинуть. Wenn die Masse auf den Boden der Maschine gelangte, dann konnte es passieren, dass sie dort festklebte. Und deshalb musste man ständig aufpassen und durfte nicht einschlafen. Лаборанты проверяли, готова масса или нет. Die fertige Masse wurde ständig von Laboranten kontrolliert. Да. Если готова, значит ее открывали. И отправляли снова ж по трубам. Sie wurde also dann praktisch weiter transportiert durch Rohre, diese Masse. В дальнейшем на сушку. Сушка тоже путем труб идет, очень горячий воздух. Dann wurde die Masse getrocknet. Идет в бункер, а с бункера потом распределялось в эти бочки внизу. Это пятый этаж, где масса эта в бочки заправлялась, вот, закрывалась крышкой. Also die Masse gelangte dann im Bunker. Готовый пенициллин. Стоит только спичку, так как он. Also zum Schluss kam also dann eine hochexplosive Masse heraus, die dann unten in Bunkern in geschlossenen Behältern gelagert wurde, weil da reichte nur ein brennendes Streichholz aus, um diese ganze Masse zu entzünden. И отправлялись на дальнейшую переработку. Куда и что, я не знал. Ходить нельзя. Also, wohin das alles ging, das weiß ich nicht, weil das für mich also nicht relevant war. То
застали, что ходит по территории. Es war Produkte für die weiteren Pulverherstellung. Ja, das war also, es war uns verboten, also das heißt, ich befand mich nur in dieser auf meinem Arbeitsplatz, weil wir durften nicht während der Arbeit durch das Werkgelände gehen. Moni, ich habe mal eine Frage. Wie kam es dann zur Verletzung, die wir? Ja, как у вас получилось, что вы ранили ногу? Я скажу. Если заметил, весь этот лес, он был насыщен дежурством гестапо. Они все время ездили на велосипедах, так и следили. Если только заметили подозрение, так, значит, тебя сразу забирают, допрашивают и так дальше. Ну, последствия то известно. Durch das Werkgelände fuhren ständig, naja, Einmannpatrouillen mit Fahrrädern, die also immer guckten, ob jemand da über das Werkgelände ohne Grund lief. Das heißt, wenn jemand jetzt dort angetroffen wurde, der allein ging, der wurde kontrolliert, wurde gefragt, warum. Und wenn jemand zum Beispiel keine triftige Antwort geben konnte, wurde der mitgenommen und wurde dann verhört, aus welchem Grund er durch das Werkgelände geht. Für die deutschen Schüler, das ist heute auch noch so, ne? И чтобы знали, как делается порох. Лучше осидеть. Also jetzt haben wir genug von der Technologie. Er wollte es nur den jungen Leuten erklären, damit sie sich vorstellen, wie man Pulver macht zum Beispiel. Ne? Oder wie Pulver hergestellt wird. Что со мной получилось в этом цехе? Война подбирала специалистов в Германии. Немцы, которые были в резерве, которых оставляли все обслуживать, этот завод, они уходили. Их подменяли нанятые рабочие. То есть приезжали голландцы, приезжали бельгийцы, данцы и другие. Вот, их обучали, и они должны были обслуживать. Also es war ja Krieg und der Krieg erforderte auch viele Menschen. Das heißt also, viele Fachleute wurden zur Front eingezogen und so wurden die deutschen Meister, also die deutschen Fachkräfte wurden durch andere Arbeitskräfte ersetzt, die zum Beispiel aus Holland oder aus Belgien oder aus Dänemark kamen. Недостаточно ремонта оборудования. Они стоят там насосы, которые подают кислоту. Вот. И вентиля, которые закрываются и открываются. И вот сальники иногда пропадают. Если кислота капает, значит это ремонт надо. Если она не капает, значит все благополучно. Она взяла, не капнула так, а струей, мелкой струей, вот, пошла. Мне надо было что-то делать, перекрыть так, а подойти очень трудно было. Also unser System, also unsere Maschinen mussten ständig kontrolliert werden, ob sie in Ordnung waren. Und wenn jetzt zum Beispiel Säure ausgetreten ist, mussten diese Ventile geschlossen werden. Also es musste immer ständig geguckt werden, ob die Säure, also ob nirgendwo Säure tropfte oder ob es einen Feinstrahl, ob die Säure einen Feinstrahl ausgetreten ist. Das heißt, wir mussten auch dafür sorgen und wir mussten das auch melden, wenn Säure austritt. Und ich habe einmal festgestellt, dass Säure austrat, die ist nicht getropft, sondern sie trat in einen feinen Strahl aus. Und ich musste irgendetwas tun, damit es nicht so weitergeht. Ich hatte spezielle Arbeitskleidung. Ja, 16er, ja, так.
Wollkleidung. I na nogach drewniane ботинки, то есть шуры. Und an den Füßen Holzschuhe. Я старался как-то подойти со стороны и все ж таки перекрыть. Und ich habe versucht, also von der Seite so heranzukommen, um diese Stelle mit einem Ventil zu schließen, wo diese Säure rausgetreten ist. Сейчас ботинка облило так, а выше, там тоже не закрыто было, потому что они были. Ich hatte ja Halbschuhe an, Holzhalbschuhe. Das heißt, die erste Hälfte meines Fußes, die war mit dem Holzschuh bedeckt, aber danach kam der nackte Fuß. И вот как раз в подъеме, мне и поразило кислотой. Und die Säure ist genau auf diese Stelle getropft, wo mein Fuß von dem Holzschuh nicht mehr geschützt wurde. Я знал, что первое, что надо делать, это первая профилактика, надо водой промыть. Also ich wusste, was ich tun musste, um mir selbst erste Hilfe zu leisten. Das heißt, man muss das sofort mit Wasser abwaschen. Там был гидрант для мойки полов, так и так дальше, для потребления. Я открутил на всю мощность. Und ich hatte wir hatten einen Hydranten mit aus dem wir Wasser entnahmen, um die Fußböden zu wischen. Und ich habe diesen Hydranten, also den Wasserhahn, geöffnet. Und habe den Fuß unter dem Wasserstrahl gehalten. Ну это немножко помогло. Es hat nur ein bisschen geholfen. Далеко не раздела кислота. Поверхность кожи поразила. Und die Säure hat aber nur die Oberschicht meiner Haut verätzt. Ну и попало на руки. Und es kam natürlich auch Säurespritze auf meine Hand. Ja. Вот так получилась авария. Und so war. Так приходилось ликвидировать ее, пока работающий бельгиец на этих компрессорах так вызвал пожарную. Und das war mein Arbeitsunfall, und der Belgier, der an den Kompressoren arbeitete, hat die Feuerwehr gerufen. Jauke. Но идти в лагерь мне было невозможно. Aber ich konnte zu dieser Zeit nicht ins Lager gehen. Обуви уже не было на ноги. Und ich hatte auch kein Schuhwerk mehr an den Füßen. Руки тоже больные. Und meine Hand war auch verätzt. Первую помощь, которую мне помогли, это в лагере был медпункт. Und die Hilfe, also wo ich dann verarztet werden konnte, das war nur im Lager, wo es einen medizinischen Erste-Hilfe-Punkt gab. Dann работал иностранный врач из Литвы. Dort arbeitete ein Arzt aus Litauen. Ну, оказал первую помощь, там мази предложил и так дальше. Таким образом я остался в лагере, пока лечиться. Mich mit Salbe behandelt, und ich musste aber dann im Lager bleiben, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Вот предыдущая, которая выступала, говорила о том, что никакие болезни, там температура и так дальше, в лагере не признавали, что ты больной. А если вот уже травма, они считали, да, теперь он должен лечиться. Das heißt, also Galina hat gesagt, es wurden keine Krankheiten anerkannt, aber wenn jetzt Arbeitsunfälle waren,
durften diese Leute im Lager bleiben und sollten gesund werden. I tak ja остался на лечении. Und so konnte ich im Lager bleiben, um mich auszuheilen. На фабрику меня не отправили, а дали работу по лагерю. Ich konnte also nicht mehr in der Fabrik arbeiten und so musste ich im Lager arbeiten. После окончания работы мы уже в 44-м году было немножко режим другой. Значит, и уже не конвоем нас водили на работу. А мы ходили самостоятельно. Поэтому могли отлучаться и попадать в село, в село и подрабатывать у байеров. Они принимали, давали работу, давали хлеб и так дальше. Also die Bedingungen, die strengen Bedingungen haben sich 1944 etwas gelockert. Man konnte also auch die Arbeit beenden, man konnte also auch in den umliegenden Dörfern zu Bauern gehen und dort bei der Ernte helfen und hat dafür ein Stück Brot bekommen. За это время проработал я в этом цеху всего на все 8 месяцев. Also ich habe in dieser in meiner Werkhalle habe ich 8 Monate gearbeitet. Aber die Familie, das Время сейчас не так много остаётся. Какой семье? Семье, которую вы попали, немецкую семью. Сейчас я расскажу. Значит, эти пары, которые попадают в дыхательные органы, кислоты, они поражают лёгкие. Also wenn jetzt Säuredämpfe eingeatmet werden, sie verletzen ja die Lungen. Und daraus entwickelt sich dann Tuberkulose. Bei mir war die Situation so, dass diese Säuredämpfe einen Husten hervorgerufen haben, der sehr stark war. Ну, когда я сказал о том, что, значит, некоторые можно было пойти до Бавера, так, и подработать. Und ich habe darum gebeten, dass man mich zu einem Bauern schickt, um dort zu arbeiten. И вот село было недалеко, 6 или 7 километров от Штейберга. От лагеря, вернее, не самого города. Dieser Bauernhof war nicht weit von Steierberg, 6-7 Kilometer und auch vom Lager 6-7 Kilometer entfernt. Называлось это село Веле. Dieses Dorf nannte, hatte den Namen Веле. 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 Хозяин был и хозяйка вдвоем они были. Es gab also ein Ehepaar, das diese Wirtschaft für diesen Bauernhof hatte. Земли его не было, много не было, и она арендовалась, не собственная была, а в аренде. Sie selbst hatten nicht so viel Land, sie haben also auch noch Pachtland dazu genommen. Лошадь за год до моего знакомства с ним, он получил лошадь. Er hat also ein Pferd gehabt. Лошадь молодая. Es war ein junges Pferd. Тяговая. Zugpferd. Не тот, что катается на ней. Naja, so zum Ziehen. И вот ему надо было помощник, такой, как я. Er brauchte also eine Hilfskraft, genau so einen, wie ich war. Он пошел в лагерь. Er ist also ins Lager gekommen. И договорился через биржу, да, через биржу. Сначала на биржу, а потом в лагерь. Ну, он порекомендовал, пойдите в лагерь, так, вот, подберите. Ну, поскольку мы знакомы, так он меня и подобрал.
Also er hatte die Erlaubnis bekommen, sich aus dem Lager eine Hilfskraft zu nehmen. Und wir kannten uns aus irgendwelchen Gründen. Und deshalb hat er mich mitgenommen. No, слушать его я умел, обращаться. Ich konnte ja mit dem Pferd arbeiten. Поскольку когда я учился в техникуме, нам было задание на каникулах принести справку, сколько ты заработал в колхозе. Da wir ja schon vorher, bevor der Krieg begann, während unseres Studiums immer nachweisen mussten, ob wir in der Landwirtschaft gearbeitet haben oder nicht. Wie hat sich denn die Familie Hormann ihm gegenüber verhalten? Ja, как относилась семья Hormann к вам? Ну, Hormann это многодетная семья. Familie Hormann hatte viele Kinder. Когда мы разговаривали, так у него три сына. Drei Söhne. И все они на войне. Und alle waren an der Front. Один попал в плен в Англии. Einer wurde gefangen genommen. А второй, в общем, два на востоке были. Die anderen beiden waren an der Ostfront. И четыре дочери. Und vier Töchter. И самая меньшая тоже пошла служить. Und die jüngste der Töchter ging also auch zur Armee, um dort zu dienen. Пошла служить медсестрой. Sie war Krankenschwester. Wie haben sich Hormanns Verhalten zu ihr? Как относились они к вам? Отношения ко мне очень хорошо. Also die Beziehungen zu mir waren gut. Нас было полное как бы понимание. Also, взаимопонимание было. Wir haben uns gegenseitig gut verstanden. Работа не очень то тяжелая, не очень то много работы. Die Arbeit war nicht so schwer und so viel. Но мы с ним все время работали. Aber wir waren die ganze Zeit beschäftigt mit dem Hausherrn. И вот самый меньший его сын был Гарик. И он часто меня называл Гарик. Und da sein jüngster Sohn Harik hieß und nicht da war, hat er also öfters ihn Harik genannt. Also Ivan wurde Harik genannt. Я говорю, для того, чтобы я тебя понимал, ты меня называл Йоган. Ja, не Харик, aber, а Йоган. Und ich habe gesagt immer, ich heiße ja Johann. Вот. Единственное, да, то питание было, ну, обыкновенное, то, что они себе готовили, то и мне. Also, das Essen war so, с одной кухни. Das heißt, ich habe genau das gleiche gegessen, was die Hausherren gegessen haben. Единственное, что он был запуган полицией, потому что предупреждение было там за гастарбайтеров и так дальше, тому подобное. Так он объяснил, извини, так. Но твой стол будет вот здесь, так, а наш там. То есть не за одним столом. Die einzige Sache war nur, dass es gab einen Befehl, dass die Hausherren, die Bauern nie mit den Ostarbeitern an einen Tisch saßen. Und ich hatte einen extra Tisch, die Bauern saßen also an einem großen Tisch, sie haben sich dafür entschuldigt und ich hatte meinen Tisch an der Küchentür. Ja, das war natürlich so extra gegessen, ne? Der Nazi-Gesetze, dass die natürlich gesagt haben, Russen und Polen seien angeblich minderwertige Menschen und mit denen dürfte ein Deutscher sich nicht an einen Tisch begeben. Ne? Und dann, deswegen war das verboten. Dazu habe ich was zu sagen. Ja. Ich kenne das auch. Ja. Bei meinen Großeltern, die einen Bauernhof hatten, saßen alle an einem Tisch. Ja. Russen, Polen, Belgier und Franzosen. Also alle zusammen. Ja. Da gab es keinen Unterschied. Они, например, так было, все, которые работали, русские, поляки, бельгийцы, они сидели за одним столом. Ну, это было больше хозяйства, ну да, ну правильно, правильно. Also bei ihm war das nicht so gewesen, weil der Hausherr hatte also Angst gehabt, dass die Polizei kontrollieren kommt, ne? Ваша рана вылечилась, как здоровье тогда было у вас,
когда вы в семье были? Когда я в семье был, так у меня же немножко затягивалось. Сейчас след какой? Кожа, так, она вот так, ну как бы ямочками там где-то. Выявлена. Also die Wunde, die er da bekommen hat, die hat also praktisch heilte fast aus, als er bei diesen Bauersleuten war. Aber die Wunde hat also bis heute kann sich nicht vollständig schließen. Also sie trocknet zwar, aber bis heute braucht Ivan immer einen speziellen Verband, weil diese Haut, also wenn sich da was bildet, das reißt sehr schnell aus. Also das ist so verätzt, dass es also Spuren bis heute hat. Also er hat bis heute, leidet er an den Folgen dieser Arbeitsverletzung. Wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Das ist